Hi, liebe Boos-Foodies. Mein Name ist Pia und wir machen heute ein fruchtiges Kirschgranitee und einen saftigen Schokokuchen. Dazu benötigen wir eine Flasche Kirschsaft. So, eine ganze. Dann 150 Gramm Zucker. Und das werden wir jetzt erstmal einreduzieren. In der Zwischenzeit bereiten wir schon mal alles für den leckeren Schokokuchen vor. Dafür benötigen wir Kuvertüre und nicht zu vergessen Butter. So. Das kann auch schon mal auf dem Herd schmelzen. Alle Rezepturen und die genauen Grammangaben findet ihr natürlich im Boos Food Blog. Für den Teig haben wir Mehl vorbereitet. Dazu geben wir Zucker, einen Teelöffel Backpulver, mein Lieblingskakao von Desan, eine Prise Salz, etwas ungewöhnlich, aber dadurch wird er saftiger, Zucchini und Banane. Schokolade-Butter-Mischung ist geschmolzen, die geben wir jetzt zu. Und heben das unter Wumms. Zu geben wir noch etwas Zitronensaft. Und verrühren das Ganze gut, bis wir einen schönen cremigen Teig haben. Den Teig geben wir in eine vorgefettete Form. Und geben ihn dann in den Backofen bei 180 Grad, ca. 30 Minuten. So, der Kirschsaft ist endlich weit genug abgekühlt, sodass wir jetzt das Kirschwasser hinzufügen können. So, eine gute Portion. Wir bringen das dann mal in den Froster, damit wir gleich ein leckeres Kirschgranitee haben. 12 Stunden sind vergangen, ich habe da mal was vorbereitet. Das Kirschgranitee ist fertig. Das können wir jetzt wunderbar mit einer Gabel hier abkratzen. Schaut mal, mir läuft das Wasser schon im Mund zusammen. Ich habe gerade gehört, der Kuchen ist auch schon fertig. Wollen wir mal reinschauen? Das duftet himmlisch. Für den Crunch noch etwas gefriergetrocknete Kirsche oben drüber.